Ach, huch, das sind wir schon wieder, Teil 2. Wenn ihr jetzt bei uns beim Fotofreund seid, dann seht ihr uns ja direkt. Sonst könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr euch wundert, am Freitag beim Steffen seid, dann schaut euch ja die erste Folge an, die am Dienstag kam. Ja. Bei unserer Fotokampelzeitreise und wir sind immer noch in der ersten Folge beim Beginn. Und heute geht es auf jeden Fall um die Firsts in den Kameras. Um sowas in der Ahnung, Art. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, es ist sehr schwierig zu sagen, was war jetzt wirklich, also alles war irgendwie First. Ja. Und heute haben wir so eine kleine Auswahl als Geschmack, was die nächsten Wochen kommt. Also wir können ja einfach wahllos Kameras rausnehmen und sagen, was die als erstes hatten. Weil da kann ich tatsächlich, bei manchen kann ich das tatsächlich sagen. Ich kann die Univex vorne, kann ich zum Beispiel sagen. Ja, das wäre jetzt auch die erste gewesen, die ich gegriffen hätte. Dass das die erste Kamera ist, die einen Hot-Shoe hatte. Aha! Moment, ich zeig dir mal. Zwei Schuhe. Man richtig hat mit Kontakt, ja, krass. Also Mittelkontakt im Coldschuh macht den Coldschuh zum Hotschuh. Ja. Und das war die erste Kamera, weil der Konstrukteur der Kamera eine Abneigung gegen Bamselkabel hatte. Er wollte kein Kabel außen an der Kamera bamseln haben, also hat dann einen Kontakt in das Ding, was... man konnte damit nicht viel anfangen. Es gab kein Blitzgerät, was unten einen Mittelkontakt gehabt hätte. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Naja, aber heute könnte man es verwenden. Heute genau. Ja. Hast du es verwendet mal? Ja, es funktioniert, es zündet, alles gut. Es macht nur einen Kurzschluss. Also, aber es zündet auch richtig, weil wir haben ja unterschiedliche Synchronisationen. Das ist ihm relativ egal, weil der ist ja voll synchronisiert, der Verschluss. Okay. Also von so her, wenn es zu langsam abbrennt, dann hast du Pech gehabt. Also, Ja, okay, alles klar. Ja, okay, das also wäre auf jeden Fall die erste gewesen, vor allen Dingen, weil sie ja diesen interessanten Verschluss hier gehabt hat. Ich glaube, es war nicht nur eine First, sondern auch eine einzig wahrscheinlich, oder? Nee, der Verschluss ist ja gar nicht so unüblich. Der wird im Bewegtbild, im Cine Verfahren wird es, da hast du immer Rotationsverschlüsse, der schließt, öffnet, ja. Einfach immer ein Rad, was Aussparungen hat aus Blech und kein Blech. Ja. Und damit hast du einen Verschluss. Und da die Kollegen bei Univex aus dem Bereich Bewegtbildkameras kamen, war nichts naheliegender, als wenn man es billig machen will, eine drehende Metallscheibe einzubauen. Und, coole Idee, ja. Fertig war der Lack. Ne? Und das heißt, die unterschiedlichen Seiten werden realisiert über eine Schlitzbildung dann. Genau. Du hast zwei Halbkreise, die gegeneinander verstellt werden. Also im Wesentlichen ja, wie wir das ja auch von allen Schlitzverschlüssen dann irgendwie kennen. Ja, nur da ist es schwieriger, weil du im Prinzip gespannte Vorhänge hast, die du in der Relation zueinander. Ja. Hier hast du eine Achse, auf der du zwei Platten drehst. Ja. Das ist super einfach zu realisieren. Also die Idee dahinter war nicht nur, die Kamera billig fertigen zu können, sondern er wollte sie auch von ungelernten Kräften fertigen lassen, an denen du nicht lange erklären musst, wo man den Kram zusammensteckt. Diese ganze Kamera besteht aus, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich würde mal sagen, im Inneren sind irgendwie 50 Teile verbaut. Ach, krass. Und das war's dann. Also das kannst du wirklich jedem in einem Nachmittag beibringen, wie man diese Kamera zusammenbaut. Macht die total wartungsfreundlich. Ja. Was hast du in der Zeit, ist sie dann? Die sieht ja noch sehr, irgendwie, kann ich nicht einordnen. Könnte 50er sein, aber könnte irgendwie auch 40er sein. Ich vergesse das blöderweise immer, weil ich meine, sie war 26 oder so. Okay. Aber da kann man einfach mal in mein Video, da belehre ich mich selbst eines Besseren. Aber war das dann auch durchaus üblich, dass solche Verschlüsse dann auch gab in den 20er Jahren? Oder war das schon auch trotzdem ungewöhnlich bei einer bei einer Fotokamera? Da die anderen Fotokameras aus einer anderen Konstruktionsidee kamen, war es total unüblich. Zumal dieser Hump da oben, dieser Bogen, die Kamera ja irgendwie komisch aussehen lässt. Ne? Also sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Aber man erwartet irgendwie, dass da ein Sucher drin ist. Ja. Viel interessanter in der Hinsicht ist, glaube ich, an der Kamera eigentlich der unglaublich komplizierte Belichtungscomputer, der auf der Hinterplatte angebracht worden ist. Rechenschieber. Der also ein ausgewachsener Rechenschieber für nahezu alle Situationen ist. Blöderweise arbeitet er mit Weston und nicht mit vernünftigen ISO- oder ASA-Werten, sodass man heute ordentliche Gehirnakrobatik vollbringen muss, um das überhaupt irgendwie übereinander gedübelt zu bekommen. Aber vor allem schön. Ja, schön ist es, aber man muss vielleicht ein Vergrößerungsglas mitbringen.
Bist du auch schon so weit dazu für sowas? Ich weiß es nicht. Ich habe die Angst, dass ich das jetzt gerade gesehen habe, dass es vielleicht so weit sein könnte. Ja, aber die Fotografen damals waren da ja besser ausgestattet. Die waren ja meist mit diesen Kameras unterwegs. Da hast du eh automatisch um den Hals deine Fokuslupe hängen. Ja, dann kannst du dann da gleich weiter vorwärts. Wobei das ja wohl nicht die Profikamera war. War ja schon. Nein, das war eine reine Amateurkamera. Ja, genau. Okay, also. Gut, dann haben wir hier ein schönes Consumer-Produkt. Ich würde mir gerne, weil sie direkt dahinter steht, ein hochwertiges... Bitte, du hast die freie Wahl. Ja. Also, Schuss, ein Treffer. Eindeutig. Also ich glaube auch, weil sie ja relativ erfolgreich war. Dann, ja. Sie, nicht von Anfang an, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Aber auf jeden Fall. Was hatte die Nikon F als erstes? Einen riesigen Aufsteckbelichtungs. sie war die erste professionelle Spiegelreflex-Systemkamera mit Wechselsucher und Wechselmattscheiben und die sich durchgesetzt hat. Also das ist ja auch noch schön. Es gibt ja immer die erste Kamera, die erste Spiegelreflexkamera, sagt man ja dann oft, war die Kine Exacta. Ja. Wobei eine andere früher gebaut worden ist, die Sport. Zumindest zeitgleich, ja. Gebaut worden ist sie tatsächlich drei Jahre früher. Ach so, ja, okay. Ja, aber sie wurde nie verkauft. Ah. Und dann hat man gesagt, dann ist die andere die erste kommerzielle. Ja, also okay. Die Unterscheidung gibt es auch immer noch. Das ist auch ein Grund, warum ich kein Interesse habe, Kamerahistoriker zu werden. Also was du dich da teilweise an Akrobatik... Ja, vor allen Dingen artet es immer in so einen komischen Wettkampf aus. Ja, Am Ende ist immer so, ja, aber meine war die erste, die Color Matrix Messung hat, oder nee, war sie ja nicht mal, aber ist zum Beispiel, ja. Da bist du bei einem also, ich bin ja, wie ihr wahrscheinlich auch, relativ markenunaffin. Also für mich ist interessant, dass es eine schöne Kamera ist. Was da für ein Name draufsteht, ist mir letztendlich Latte. Und ich finde, das ist auch eine persönliche Meinung, ich finde nichts Schlimmeres als dieses Fanboy-Tum, wenn Leute sagen, Hersteller A, B oder C baut die beste Kamera der Welt. Ja. Das, für mich persönlich vielleicht die beste Kamera. Ja, ja, ja. Ja, aber das ist ein so enger spezifischer Ziel, also ich bin eine so enge spezifische Zielgruppe, definitiv, dass ich mich hüten würde, das zu verallgemeinern. Ja. Also, vor allem, es gibt ja auch Zeiten, wo die Kameras so ähnlich sind, da kannst du ja gar nicht sagen, dass das jetzt wirklich richtig besser ist. Ja, ja, ja. Ja, und vor allen Dingen, also ich merke es ja schon, das wandelt sich ja auch bei mir. Also ich habe einen Tag, wo ich sage, ich will heute High-End machen oder ja, so, ja. Dann packe ich mir die F5 ein, genau. Und dann gibt es halt wieder Tage, wo ich mir sage, ich möchte mit leichtem Gepäck unterwegs sein, dann weiß ich nicht, nehme ich eine Werra oder was. Oder du rennst irgendwo durch die Gegend, wie ihr jetzt zum Beispiel hier seid, siehst dann auf einmal bei mir eine Kamera, die du vorher auf dem Schirm hattest, ja. Und denkst so, boah, geil, muss ich haben. Ja. Ja, und bei mir war das ja mit der Iconta, die hatte ich ja jetzt relativ kürzlich im Kameraporträt. Ja. Das war nämlich in diesen anderen, von dem anderen Kanal, diesen Folgen über Historie, da hatte dann der Anders Uschold diese Kamera in der Hand, hat gesagt, die hat ein total spannendes Objektiv. Das hat dann genau noch 7 Minuten gedauert, bis ich auf eBay so ein Ding gekauft habe. Ja, guter Verkäufer. Ja, ja. Da werdet ihr wahrscheinlich auch jede Menge zu tun haben. Öffnet schon mal einen eBay-Tab nebenbei. Genau. Tut uns schon mal leid, dass ihr, falls ihr Geld ausgibt. Es macht aber sicher Spaß. Ja. Also, wir machen das ja auch eigentlich nur, damit wir das dann auch alles wieder loswerden. Wie kommen jetzt alle in eBay? Ja. Jetzt musst du mal eine aussuchen hier. Ja, was gibt's denn so als interessante First noch? Also ich finde halt, also die Leica ist ja wirklich ein First für das ganze Kleinbildfotografie-System. Also, nicht diese, aber die Leica. Diese, aber so prinzipiell. Genau, genau. Ist es, ja. Nehmen wir sie mal als Beispiel. Ja. Ja. Oh, ich will sie auch in die Hand nehmen. Was hat dann die Leica, die M3, was war dann da der First? Außer? Also da wir ja rausfinden werden in einer späteren Folge, dass es vorher schon eine andere Kamera gab, die einen eingespiegelten Messsucher hatte, hatte sie nicht als erstes einen eingespiegelten Messsucher. Sie hatte auch nicht als erstes Leitz-Objektive. Sie hatte ein Bajonett. Ja. Also ich weiß es nicht, was sie als erstes hatte. War sie als erstes so erfolgreich? Aber sie war auf jeden Fall ist irgendwie so für mich in der Wahrnehmung die erste Leica. Also davor, für mich als junger Mensch, ist irgendwie so die Schraub-Leica und sowas ist gar nicht so aktuell. Ich weiß es nicht, wie sieht es bei dir aus? Für mich haben die zu kleine Suche. Das ist das für mich das Ausschlusskriterium, ich werde wahnsinnig. Und also bei der Schraub-Leica. Ja. Und dann am besten noch durch
zwei von den kleinen Dingern, die noch auf einen Millimeter nebeneinander gesetzt werden, so dass ich mit meiner Brille immer so weit entfernt bin, dass ich durch beide gucke. Ja, ja. Wo ich denke, okay, nee, keine Chance. Das hilft auch nicht. Mach ich nie mit. Das glaube ich auch. Das sehe ich aber auch als ein großes Problem, ja. Also besonders als Brillenträger, der ich ja doch in der Regel bin, wenn ich nicht gerade eitel vor der Kamera sitze, genau. Dann ist das ein ernsthaftes Problem. Also, nee, sehe ich schon auch. Aber da ist der Sucher ja wirklich ein Träumchen. Also da ist man hier wirklich gut bedient. Ich war sehr... sehr hellauf begeistert, sagen wir, glaube ich, schön. Aber das sind vielleicht die viel wichtigeren Dinge, die man mitnehmen kann, auch aus so einem Video, dass es gar nicht wichtig ist, wer irgendwas zuerst gemacht hat, sondern wo ich etwas finde, was zu mir passt. Ja. Ja, wenn du durch so eine OM1 guckst, dann ist das fürchterlich egal, ob das die erste Spiegelreflex oder die letzte oder die 3,5. Aber es ist die erste, durch die du guckst und du sagst so, wow. Ne? Ja, Autokino, das gefällt mir. Und dann kommt dieser komische Drehring vorne mit den Zeiten ums Objektiv und dann sagst du vielleicht wieder, nö, doch nicht. Ja. Schade, schöner Suche, aber das Wichtige ist, dass eine Kamera zu einem passt. Ja. Und dass man am Ende auch fotografiert. Das ist ja auch oft so, dass man dann viel hat, aber dann fotografiert man am Ende gar nicht. Ja. Und dann ist ja es so muss eine, Spaß machen mit der Kamera. Es muss Spaß machen. Genau. Genau. Das ist das Wichtigste, also meiner Meinung nach. Ja. Ich greife mir mal als nächstes, weil es eine Leihgabe ist, was ich normalerweise überhaupt nicht mache, aber ich darf sie dann auch überarbeiten. Ja. Und deswegen stelle ich sie hier mal vor, die Bessermatic, die wir da in der Mitte haben. Mhm. Keine dolle Kamera, aber die hat dann ein tatsächliches Fast. Das ist nämlich das erste ZOM-Objektiv, was es gibt. Okay. Und es zommt auf eine ganz komische Art und Weise. Es zommt nämlich außen. Du kannst mal diesen hässlichen Hammerdeckel darunter machen. Das dass man mal ein bisschen reingucken kann, was da drinnen ist. Oh, das ist mal Glas, du. 1:2:8 f 36 mm bis 82 mm. Stufenlos. Das wollte ich gerade sagen. Ihr seid jetzt aufgerufen zu googeln, wann das erste Zuma auf den Markt kam. Schreibt das unten in die Kommentare. Wer als erstes es reinschreibt, ist ein First. Oh, gut. Erfahren wir, dass er schon eine 2,8er Blende hat. Das gibt ja. Ich möchte jetzt da durchgucken, ich möchte jetzt wissen, wie das ist. Okay. Hey, das ist ja cool. Ja. Das ist ja wirklich sogar gut. Ja. Und das ist auch schon guck mal du durch. Das ist echt gut. Jetzt bin ich ein bisschen nah, ne? Ja. Ja, das ist super hell. Ja. Also das ist krass. Es ist eine 2,8er Blende. Ja. Also erstaunt mich echt, weil es ist ja heutzutage auch immer noch Standard, dass so Zoom-Objektive jetzt nicht unter die... Also es ist teuer, aber es ist bezahlbar. Also das ist tatsächlich so ein Ding, das man sich kaufen kann. Also es liegt so um die 500-600 €. Trotzdem noch teuer. Wahnsinn. Ich sagte, es ist teuer, aber es ist bezahlbar dafür, dass es wirklich so ein außergewöhnliches Objektiv ist. Also selbst für, also aus der Zeit ein 2,8er Zoom kannst du suchen. Ja, also ganz definitiv. Keine Frage. Also ich meine, selbst ich habe ja aus einer definitiv späteren Zeit ein Nikkor Zoom irgendwie, was ungefähr in dem Bereich liegt oder so. Es hat aber keine durchgängige Blende. Also das geht definitiv am Schluss auf die 4 zu oder so. Aber ist das dann auch als Profikamera insgesamt gedacht gewesen oder ist das als Amateurkamera gedacht gewesen? Die Kameras hatten damals mindestens den sehr anspruchsvollen Amateur im Auge. Ja. Ich glaube, dass den Entwicklern schon klar war, dass sie für den Profisektor zu verspielt sind. Ja. Also es mag sein, dass auch Profis dann eine Automatikkamera, was die ja alle sind, im Prinzip de facto genutzt haben, aber nee. Mhm. Ja. Gut, aber dann sind wir ja von Profi zu Nicht-Profi. Haben wir noch irgendwas Profiiges da? Die da zum Beispiel. Die Pentacon 6, ja. Da würde ich aber gerade auch die ganze Zeit, was da das First ist. Ich hatte es einfach hingestellt, aber ich bin mir nicht sicher, es gab es, ob es davor schon welche gab mit TTL, Mittelformat, Spiegelreflexkameras. Also das TTL kam Ende der 60er Jahre raus, 66, 67. Warst du da, ob es davor schon welche gab? Nee. TTL? Aber ich meine, an dem Beispiel ist es ja völlig egal, ob es First ist oder nicht. Da kann man ganz gut erklären, warum manche Dinge erst ab einem gewissen Level an Zeit funktioniert haben. Mhm. Also warum konnte man vorher keine TTL-Messung machen? Mit Selenzelle ist TTL sehr schwer zu realisieren, weil die Dinger groß sind. Ja. Und die in den Lichtweg zu ballern,
dann ist nicht mehr viel vom Lichtweg übrig. Und du kannst ja vernünftig durchgucken. Ja. Ja, du brauchst also einen technischen Fortschritt, ja. In dem Fall die CDS-Zelle, die elektronische Schaltung dahinter, ja. Die Auswertung, die Möglichkeit, das auf ein Anzeigeinstrument zu übertragen, um dann erst den nächsten Schritt gehen zu können und zu sagen, so, jetzt baue ich irgendwie den Kram in meine Kamera ein. Ja. Und dann sieht man auch, waren die ersten CDS-Kameras, die hatten die außerhalb. Es wurde einem aber dann klar, nee, ich muss nach drinnen gehen. Da ist die Nikon jetzt auch wieder ein schönes Beispiel, weil der erste war tatsächlich ein Nicht-TTL-Belichtungsmesser, ja. Und die nächste Version war dann ein TTL-Belichtungsmesser. Ach, schau an. Okay. Da hat man es dann geschafft, die Zelle in einem sehr ähnlichen Gehäuse so einzubringen, dass sie auf einmal im Prismenweg drin war, mhm. Und konnte dann da das Licht quasi messen und aus dem Anteil, den man dann von dem Gesamtbild hatte, hochrechnen, wie viel Licht fällt jetzt hier gleichzeitig durch. Und daraus ein Belichtungswert. Mhm. Der nächste Schritt war dann Minolta, die dann zwei von den Dingern eingebaut haben, die gesagt haben, wir gewichten jetzt. Mhm. Der dritte Schritt war dann zu sagen, ich hau eine Linse vor die lichtempfindliche Zelle und nehme nur noch einen Teil, den bildwichtigen Teil, den Mittelpunkt von meinem Bild, ja. Um einen noch genaueren Wert zu kriegen. Und so schritt das dann weiter fort, bis du dann nachher irgendwie bei sowas wie den Belichtungsmessungen von der F5 warst, ja. Wo du nicht nur Lichtinformation, sondern auch noch Distanzinformation, ja. Und Farbinformation, ja. Dreidimensional, ja. Ja. Einbezogen hast in die Belichtungsmessung. Und das Ding ist ja noch kaum zu übertricksen. Also damit, ja. Falsch zu belichten mit der Automatik ist nahezu unmöglich. Da ist ja schon fast ein digitaler Sensor drin schon. Richtig. Es, ja. Es macht eigentlich im Belichtungsmesser ein digitales Bild, wertet, ja. Das aus und gibt dir die Werte dran zum Machen des analogen Bildes. Ja, genau. Ich weiß ja nicht, ob es so einfach schon ist. Also ich meine, wir haben natürlich noch Film drin. Aber ja, aber die Zelle, sowohl die Belichtungszelle, ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Ausschnitt aus einem Bildsensor. Das, ja, ja, ja. Ne? Es ist eine Reihe von Pixeln, die, ja. Dann ausgewertet wird. Minimalauflösend gewissermaßen. Minimalauflösend, ja, aber technologisch nichts anderes. Wenn, ja. Du davon 80 Stück nebeneinander oder 100 Stück nebeneinander baust, hast du einen digitalen Sensor. Ja, okay, ist, ja, ja, genau. Und dann irgendwie noch es schafft, in Dateien umzuwandeln. So greift immer alles ineinander. Das ist, es gibt keine isoliert stehende, ja. Entwicklung. Spiegelreflexkamera nur möglich durch Erfindung des Dachkantenprismas. Klar. Warum hat man es gemacht? Auch wieder nur aus der Bequemlichkeit. Die Leute hatten die Nase voll davon, das Bild seitenverkehrt noch mal abstehen zu sehen. Das ist eine Vollkatastrophe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man aus der früheren Zeit kaum Hochformate kennt. Weil, ja, das ist irrsinnig zu fotografieren. Ja. Die Großformatkameras waren da wieder anders, weil da hattest du es sowieso auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt. Ja. Aber nur seitenverkehrt. Ja, es ist Hochformat zu drehen wird doof. Ne? Ja, ja. Also auch das hängt wieder. Also die Art der Technik bestimmt die Art des Fotografierens. Ja, ja. Durch einen Messsucher fotografierst du wesentlich freier als durch eine Spiegelreflexkamera, die kein Dachkantenprisma hat. Ja. Ja? Das funktioniert anders. Ja, klar. Und mit einer Messsucherkamera framest du wesentlich genauer, als mit einer Kamera, die ein möglichst weites Normalobjektiv hat oder Normalobjektiv und Weitobjektiv, wo du einfach nur mit diesem wunderschönen, wie heißt der, Kristallsucher. Oder eben durch den Rahmensucher zu framen. Ne? Ja, also, ja. Auch da hängt wieder alles hängt zusammen. Mhm. Nichts ohne das andere zu sehen. Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, du bist wieder dran, oder? Mit Aussuchen ein Stück. Ich suche mir mal die Kleinstbildkamera aus, ganz vorne der USB-Stick. Der USB-Stick, genau, der fotografierende USB-Stick. Auch das nicht unbedingt ein First, aber die Entwicklung dahin wurde erst möglich dadurch, dass der Film feinkörniger wurde. Mit einem Film 20 Jahre früher hätte eine Kamera in dieser Dimension keinen Sinn gemacht. Ja, klar. Aber sicherlich schon ein First, weil sowas Kleines gab es ja vorher nie, oder? Die Ursprungs-Minox war tatsächlich die erste in diesem Kleinstformat, aber getriggert durch das Kleinbildformat. Ja. Mhm. Ja, also der Schritt runter zum Kleinbildformat war eigentlich der Auslöser für den Walter Zapp, dass er gesagt hat, kann man das nicht noch kleiner machen? Er hat sich witzigerweise neben Leica dann oder Leitz dann auch gesetzt. Ja, genau. Aber der Punkt war halt, dass man
durch gemerkt hat, man kommt durch die Verkleinerung in mehr Mobilität, hat aber auf einmal einen ganz anderen Workflow. Du gehst weg vom Kontaktabzug und hin zu einer Vergrößerung. Und dann kann man sich sagen, wenn ich schon vergrößere, dann gucke ich, dass ich das Ausgangsmaterial so klein und kompakt wie möglich kriege. Ja. Und auch damit wieder eine ganz andere Form der Fotografie entwickelt, nämlich die Spionagefotografie, die mit einer Leica oder mit einer Vera schwer möglich gewesen wäre. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe unauffällig meine Kamera in der Tasche. Der Kundschafter des Friedens mit dieser grünen Leica, das ist ja schon tatsicher. Wahrscheinlich wird es so sein. Also das sieht man selten als eigene Fotografieform, aber Dokumente abzufotografieren hat vielleicht nicht die Fotografie wirklich verändert, aber hat die Ausforschung von Geheimnissen. Vorher konntest du dein Dokument irgendwo liegen lassen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand hinkommt und das abschreibt, ist ja dann doch eher nicht gegeben. Ja, klar. Ja, ja. Und klar gab es vielleicht vorher Leute mit fotografischen Gedächtnissen, die eingesetzt wurden, die sich solche Dinge angucken mussten und dann zu Hause rekonstruieren durften. Ja. Aber es wurde halt ganz anders möglich, als man in der Lage war, sowas fotografisch zu lösen. Ja, klar. Wie ist das jetzt heute? Konfektionierst du den Film dafür selber oder kann man den noch irgendwie kaufen? Man kann ihn selber kaufen. Also du kannst alles durch irgendjemand anderen machen lassen, aber du musst es bezahlen. Ein vorkonfektionierter Minox-Film kostet 25 Euro. Oh, mein Herr. Okay. Kann man machen? Ja, muss man aber tatsächlich. Genau. Okay. Und da gibt es dann irgendwelche Eigenbauvarianten, mit denen man da irgendwie schneiden kann? Oder? Ja. Es gibt sogar fertige Varianten. Ah, ja. Also Minox hat damals einen Filmsplitter auch angeboten. Ah. Der ist nur schwer zu finden. Ja, den findest du ab und zu. Mhm. Dass du dann praktisch aus Kleinbild oder aus Mittelformat was schneidest? Genau. Okay. Ja, hochinteressant. Ja, also ich meine, wenn wir schon bei klein sind, können wir ja mit kleinen Bildern ja mal ein Stück weiter gehen und können uns die Canon Demi anschauen. Mhm. Sie war kein First im Halbformat, weil ich glaube, das war vorher bei Olympus. Die Pen war früher, ja. Genau. Aber sie steht zumindest mal für eine Riege von Kameras, die im Halbformat produziert wurden. Also das heißt, wir haben bei Olympus einige, wir haben bei Canon auch zwei Demis, wir haben in Ostdeutschland eine Penti. Und ansonsten ist mir bisher keine über den Weg gelaufen. Und hängt auch mit Dingen zusammen, wie zum Beispiel der Verfügbarkeit von Farbfilm. Ja, klar. Farbfilm war teuer. Mhm. Er war durch seine Konstruktion, das nachher rausgewaschene Silber, weniger körnig. Da bot es sich an zu sagen, wir machen nur 72 Bilder auf den Film. Ja. Das ist für den Consumer wesentlich erfreulicher, wenn er 72 Bilder für selbe Geld machen kann. Ja, genau. Ja, ja. Und dann noch korrekt belichtet, weil hat man auch irgendwie immer wieder gesehen, was ich sehr spannend finde, in Kombination vor allen Dingen mit der Vera, gibt es eine, die hat keinen Belichtungsmesser, nur einen Entfernungsmesser, das Dreiermodell. Das ist interessanterweise das am wenigsten Verbreitete, weil Entfernungsschätzen haben sie sich noch zugetraut, aber bei Belichtung irgendwie nicht mehr. Ja. Finde ich hochinteressant. Also, das würde heute ganz anders gehen. Ich glaube, wir würden heute anders denken, oder? Also vielleicht, weil wir mehr Spielraum auch haben bei den Filmen. Ich glaube, das ist einfach die Frage des häufigen Gebrauchs. Der Profifotograf in allen Zeiten hat relativ täglich mit seiner Kamera gearbeitet. Dem kannst du relativ komplizierte Prozesse. Also ich meine, dieser Tanz, den man macht, um eine Nassplatte zum Beispiel zu fotografieren, der getimed sein muss und mit den richtigen Chemikalien zum richtigen Zeitpunkt, der ist ja nicht unkompliziert. Klar. Ja? Wenn du das aber jeden Tag machst, dann denkst du darüber nicht nach. Ja. Das ist irgendwann Second Nature und das fällt dir leicht, diesen Prozess auszuführen. Wenn du deine Kamera zweimal im Jahr, Weihnachten oder dreimal zum Geburtstag und zum Urlaub aus der Schublade holst, dann muss die simpel sein, weil du nicht fotografierst, wenn du jedes Mal davor sitzt und überlegst, wie wendet jetzt mit dem Licht und dem... Die Leute waren ja teilweise selbst in Kleinbildzeiten noch überfordert von dem Vorgang des Filmeinlegens. Die sind mit ihrer Kamera ins Fotogeschäft gegangen und haben gesagt, Herr Fotogeschäft, können Sie mir mal einen neuen Film in die Kamera legen? War wahrscheinlich für den Kunden besser auch am Ende. Ja, aber... Heute schaut man sich das 20. YouTube-Tutorial an, wo man sagt so, how to load. Genau, das habe ich auch gemacht. Ja, aber ne, das ist, also schon da ist der Prozess eigentlich...
relativ kompliziert. Ja, ja, ja. Und deswegen war das Interesse der Industrie, eigentlich die Kamera so leicht bedienbar wie möglich zu machen. Ja. Und das zieht sich auch vor bis heute mit dem Handy, mit dem Smartphone. Ja, die Kameras, die du nativ auf den Dingern hast, sind trotz der Fähigkeiten, die das Ding hat, kastriert bis zum Dort hinaus. Ja. Du kannst gerade meistens noch die Helligkeit verändern. Und das ist ja, du schwierig. Kannst keine Belichtungszeit einstellen, ja. Also nicht mal als Option. Nee, die sind nicht da. Aber ich meine, stell dir vor, du würdest auch eine Blende einstellen. Ich glaube, die würde dann so dermaßen klein werden, dass man dann gar nichts mehr sieht. Es gibt ja dann die größeren App-Versionen, wo du es ja, dann machen kannst. Aber kostet halt Geld. Genau, aber ja. die native Version, du hältst den Benutzer, der das nicht oft macht, einfach komplett weg davon. Und am besten noch fokussieren und auslösen mit nur einem Klick. Ja. Hm? Aber hat auch seine Vorteile, wenn jemand es einfach nicht kann oder keine Lust hat, das zu machen, der kann da einfach ganz einfach gute Fotos machen. Und das wollte die Industrie immer erreichen. Also sind wir ja dann auch so in dem Bereich. Genau, hier, nehmen wir die ganz kleine. Die da? Nee, oder da rechts, die daneben. Das ist eine Kamera, die relativ viele Fähigkeiten hat und immerhin ein 150 mm Zoom-Objektiv. Das ist echt ordentlich. Also, ist auch Kleinbild, immer noch, gell? Ja, immer noch Kleinbild, ja. Blitz an Bord stellt Belichtung, Entfernung, Schärfe, alles automatisch ein, ist hosentaschenkompatibel und blind. Macht. Hat auch noch ein bisschen Leistung. Ja, ja, cool. Das ist eine Canon Supershot 150U mit Datumsfunktion, wenn ich das hier sehe. Das Ding kann schon richtig viel. Und, ja. Aber du musst das alles nicht nutzen. Ja. Also die ganzen Dinger sind dann auch auf dreifach belegte Knöpfe irgendwie aufgeteilt, ja. Damit du dich also gar nicht erschreckst von der Vielzahl der Funktionen, die drin sind. Ja, interessant. Ja, also ich meine, wir haben ja so auch im Profibereich, glaube ich, immer wieder sukzessive Vereinfachungen. Aber ich glaube, bevor wir jetzt hier zu allzu viel verraten und gar nichts mehr zu erzählen haben die kommenden Wochen, könnten wir diese Folge abschließen für heute. Genau, wünschen euch in den folgenden Wochen ganz viel Spaß mit den Folgen, die wir schon kennen. Ja, also ich glaube, der Spaß wird groß. Also ich hatte auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Ich hoffe, ich habe es ja nicht angeschaut bisher. Ja, dass es genau so auf den Zuschauern gehen wird. Das hoffe ich auch. Und ich sage an dieser Stelle etwas, was ich in all den Drehs noch nie gesagt habe. Ja. Habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal.